Die katholische Kirche in China wird seit langem von der kommunistischen Partei verfolgt. Aber in Hongkong gab es eine gewisse Freiheit. Und vor allen Dingen wurden bestimmte Persönlichkeiten auch relativ in Ruhe gelassen, insbesondere Kardinal Zen. Kardinal Zen ist sozusagen das Gesicht des Freiheitskampfes der katholischen Kirche in China. Er hat sehr viele Reisen unternommen, Interviews gegeben, er ist ständig in der Presse und prangert die Situation der katholischen Kirche in China an. So, es könnte aber sein, dass jetzt auch die Regierung, die kommunistische Partei gegen die katholische Kirche in Hongkong auch eine heftigere Gangart wählt. Und zwar darüber berichtet die verschiedene katholische Presseagenturen. Konkret ist das die katholische Presseagentur Österreich, aber sie zitiert die katholische Nachrichtenagentur aus Deutschland. Und zwar eine Zeitung, eine von der Kommunistischen Partei gesponserte Zeitung hat eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben und stellt die katholische Kirche in China als eine Gefahr für das Land, für den Staat. Eine pro-chinesische Zeitung in Hongkong fordert in einer Artikelserie über die Rolle der katholischen Kirche in der Demokratiebewegung, die religiösen Institutionen Hongkongs unter die Verwaltung der Regierung zu stellen. Das wäre also das Ende der Unabhängigkeit der katholischen Kirche in Hongkong. Das sind eine ganze Reihe von Artikeln erschienen. Und zwar 2019 bei einer großen Demokratiekundgebung Schüler und Studierende in Hongkong zu Unruhen angestiftet zu haben. Das ist also in China gilt das als Kriminaltat. Und pro-demokratischen Demonstranten Unterschlupf geboten zu haben. Das berichtet der asiatische Pressedienst UCA News nach Angaben der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und vor allen Dingen hier wurde auch massiv Kardinal Zen angegriffen, inzwischen mit 19 Jahren. Ihm werfe die Zeitung vor, sich mit den beiden Katholiken Jimmy Lai und Martin Li zu antichinesischen Aktivitäten zusammengetan zu haben. Wie gesagt, das ist eine Kriminaltat dort. Die Vorwürfe gegen Zen beziehen sich laut UCA News nicht nur auf dessen Unterstützung der Demokratiebewegung, sondern auch auf die weiter zurückliegende Kritik des Kardinals an China und dessen Religionspolitik. Das unternimmt tatsächlich Kardinal Zen schon relativ lange. Die Religions- und China-Expertin Nena Scheer, ich hoffe, dass ich das richtig betone, sieht die Artikelserie als Beginn einer Kampagne der Chinesen zur Kontrolle der Religionen in Hongkong. Nach der Unterdrückung der demokratischen Legislative, der unabhängigen Justiz, der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit in Hongkong hat Peking jetzt die Religionsfreiheit im Visier, schrieb die Direktorin des Zentrums für Religionsfreiheit der US-amerikanischen konservativen Denkfabrik Hudson Institute Anfang Februar in der Epoch Times. Also das sind wirklich sehr schwere Zeiten, die jetzt auch in der katholischen Kirche in Hongkong, das war sozusagen der letzte Rest an Freiheit, die er, an Unabhängigkeit, die Kirche da hatte. Also wir müssen beten und das Ganze beobachten. Es ist sehr besorgniserregend.